Hallo liebe Freunde und Freundinnen des Grenzwertigen und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Obelisken oder auch Phallus des Osiris genannt und schauen uns einmal an, was es mit diesen Bauwerken so alles auf sich hat. Und nun viel Spaß mit dem heutigen Film. Der Obelisk. Laut Wikipedia ist ein Obelisk ein freistehender, hoher und sich nach oben verjüngender, monolithischer Steinpfeiler mit einer pyramidenförmigen Spitze. Soweit so klar. Wie sie aussehen, das wissen wir nun. Wo sie stehen, das wissen wir ebenfalls. Aber was hat es eigentlich mit diesen Obelisken noch so auf sich? Und woher stammen sie? Wir wissen, dass vor den Machtzentralen dieser Welt Obelisken zu finden sind. So sehen wir einen am Petersdom, im Vatikan oder direkt hinter dem Weißen Haus in den Vereinigten Staaten. Wir können also erahnen, dass es sich bei diesen Bauwerken um Symbole der Macht handelt. Den meisten von euch wird es ebenfalls aufgefallen sein, dass Obelisken in verdammt vielen Hollywood-Filmen vorkommen und uns in diesen recht unterschwellig vor Augen geführt werden. Ob das nur ein Zufall ist? Oder will uns da vielleicht jemand dieses Machtsymbol präsentieren? Aber welchen Zweck haben diese Monumente eigentlich? Und was haben die Riesen aus den alten Zeiten mit ihnen zu schaffen? Der ein oder andere wird jetzt sicherlich direkt aufschreien, Riesen? So ein Schwachsinn. Die hat es nie gegeben. Und was sollen die mit den Obelisken zu tun gehabt haben? Zitat des Schriftstellers Holger Kallweit: Deutschland war voll mit Riesen. Zitat Ende. Riesen waren größer, stärker und auch begabter als die Menschen. Denn die Wissenschaften sollen den Menschen genau von diesen Riesen gebracht worden sein. Zum Beispiel die Astronomie und auch die Geomantie. Aber was hat das alles mit den Obelisken zu tun? Nun, die Geomantie ist die Wissenschaft von der Lebendigkeit der Erde. Wenn man die Energieströme der Erde durch das Setzen großer Steine verändern und umschalten kann und somit Einfluss auf die Fruchtbarkeit des Bodens nehmen kann, so kann dies mit genau diesen Obelisken als Werkzeuge der Riesen schon vor langer Zeit geschehen sein. Somit wäre es wie folgt. Die Obelisken lenken die Energien der Erde und wenn diese richtig gesetzt wurden, haben sie positiven Einfluss auf die Umgebung. Und sollte man nun diese alten Monolithen entfernen, würde auch die Erde quasi teilweise zerfallen, also unfruchtbar werden. Wer sich mit dieser Thematik ein wenig über den Tellerrand hinaus befassen möchte, sollte sich zudem mit den Leylinien, also den Kraftlinien und Kraftpunkten der Erde beschäftigen. Denn diese Obelisken und Monolithen sind auf genau diesen Punkten gesetzt worden. Denn das war die große Kunst der Riesen. Auf unserer Welt sind über 1000 Obelisken nach diesem Prinzip errichtet und verteilt worden. Seltsam ist es ebenfalls, dass diese Obelisken von der Vorgeschichte bis zum heutigen Tage weiterhin errichtet werden. Somit kann man eigentlich ausschließen, dass sie keinem höheren Zweck dienen. Zudem sollte man bedenken, dass es ein Wahnsinnsaufwand ist, einen solchen, ich nenne ihn mal Gesteinsbrocken, her- und auch aufzustellen. Besonders wenn darüber nachgedacht wird, dass dies ja auch schon vor über 10.000 Jahren geschah. Alte und bereits untergegangene Hochkulturen, wie zum Beispiel das alte Babylon oder Ägypten, hatten genau diese Bauwerke. Der Obelisk von Rom, der auf dem Petersplatz steht, soll bereits vor über 400 Jahren in Ägypten gestanden haben. Papst Sixto V. ordnete 1586 die Verlegung an. Es befinden sich 8 Obelisken aus dem alten Ägypten in Rom und 5 zusätzliche Obelisken aus dem Römischen Reich. Wir bedanken uns jedenfalls dafür, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist und dir das Video angeschaut hast.
Wir hoffen, es hat dir gefallen und wenn das so ist und du grenzwertig noch nicht abonniert hast, dann abonniere doch unseren Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Es wäre super, wenn du uns unterstützt, indem du das Video teilst und wir hoffen, wir sehen uns zu unserem nächsten Film wieder. Bis dahin. Ich will dich. Abonniere jetzt grenzwertig.